Hallo zusammen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ja, es war die Woche tatsächlich schon wieder ein bisschen weniger, aber ich bin ehrlich mit euch, eigentlich sitze ich jeden Abend um 18 Uhr da und warte auf die Banlist und die kommt einfach nicht, weil es gibt eigentlich aktuell nicht so ein richtiges Thema, wo ich sage, das möchte ich mit euch besprechen, weil eigentlich sitze ich wirklich auf heißen Kohlen und warte und würde gerne zukünftige Formate mit euch diskutieren und besprechen, aber irgendwie kommt die Banlist ja nicht. Ihr könnt ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie lange müssen wir auf diese Banlist noch warten und wie realistisch ist das Ganze, dass wir die in nächster Zeit noch bekommen. Naja, ich habe die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben, aber ich habe trotzdem noch mal ein Thema gefunden, was ich eigentlich schon seit einiger Zeit mit euch gerne mal besprechen würde. Und zwar würde ich mit euch gerne mal über die Thematik Field Spells in Bezug auf Yu-Gi-Oh! So ein bisschen sprechen, denn in den letzten Jahren kam ja eigentlich bei fast allen Top-Meta-Decks irgendwie einen Field-Spell raus, der meistens irgendein Searcher war und on top dann noch einen Bonuseffekt hatte. Soweit, so gut. Da ist jetzt eher so die Frage, warum sind Field-Spells mittlerweile so wichtig oder warum macht Konami sich da so einfach und klatscht quasi für jedes Deck einen Field-Spell raus? Und vielleicht kann man an dieser Stelle sogar schon sagen, sind die zukünftigen Field-Spells sogar ein Problem, denn die haben noch eine nette Nebenzeile mit unaffected Sachen. Möchte ich aber gleich mit euch ausführlich nochmal drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall der Kern und der Inhalt, worüber das Video heute gehen soll. Ihr könnt sehr gerne ein bisschen Support da lassen, also fetten Daumen nach oben. Sehr gerne noch einen Abo da lassen, würde ich mich auch riesig drüber freuen, wenn ihr da ein bisschen supportet. Und ja, schreibt eure Meinung, wie gesagt, sehr gerne mal in die Kommentare und wir gehen, würde ich sagen, rüber auf Card Cluster. Könnt ihr auch sehr gerne in der Videobeschreibung mal abchecken. Und ich würde euch gerne jetzt kurz ein paar Beispiele geben, bevor wir uns neuere Field Spells anschauen. Generell, wie gesagt, in den letzten Jahren gab es einige Top-Meta-Decks, habe ich eben schon mal angeteased, wie zum Beispiel auf Flander, wo natürlich die Field Spell schon viele unfaire Dinge gemacht hat, wobei man auch hier sagen muss, weiß ich jetzt nicht, unfair ist sicherlich eine Definition, über die kann man sich da streiten, ist halt wirklich, sind zwei sehr gute Effekte und hat eine Interaktion im gegnerischen Spielzug. Und dann gab es natürlich auch bei Tier Elements den Field Spell, könnte man natürlich jetzt hier Kashtira und Co. oder auch Manadium, Scareclaw und wie sie nicht alle heißen, direkt in einem Atemzug noch mit erwähnen. War ja tatsächlich damals auch gar nicht so unrelevant, dass die Karte noch einen zweiten Effekt hatte, denn mit den Schafflern bei Tier konnte man natürlich on top neben diesem Search hier eben auch noch ja, was vom Gegner schießen im gegnerischen Spielzug, was sicherlich auch ganz gut ist. Und natürlich haben wir dann auch aktuell einen Field Spell und zwar der Snake Eye Field Spell. Und da würde ich auch sagen, das ist eigentlich auch so mit eine der problematischeren Karten, weil stellt euch mal vor, Snake Eye könnte nicht konstant um Nibiru drumherum spielen, weil das wäre ohne diese Karte de facto fast nicht möglich, weil die Karte ist letztendlich das, was, oder das ist die Karte, die das ermöglicht, um es einfach mal kurz so zu sagen. Deswegen hat die schon mehr Gewicht für dieses Deck, als man zunächst annimmt. Und ich finde, die ist dann doch auch ein bisschen unfair. Aber es gibt da halt auch noch andere Decks, wie auch Centurion. Also generell, wie ihr seht, ist die Field Spell-Thematik und Idee weit verbreitet. Und das macht Konami, wie gesagt, sehr, sehr häufig, dass sie dem Deck einfach irgendeinen Field Spell geben. Das ist in der Regel irgendein Searcher oder Special irgendwas aus dem Deck und hat halt on top noch einen ganz netten Effekt, wie zum Beispiel jetzt hier bei der Centurion Field Spell, kann sie im gegnerischen Spielzug eine Synchro-Beschwörung ermöglichen. Also ich denke, alle Beispiele sind wirklich nicht schlecht. Und auch in Zukunft setzt man weiter auf Field Spells, wie zum Beispiel bei Yubel, denen man natürlich damit weitere Consistency ermöglicht und noch einen ganz netten, ja, man kann damit gerade noch ein bisschen Ressourcen recyceln oder sich noch was aus dem Deck specialen und das ist so gesehen eigentlich auch ganz nett. Problematisch finde ich das Ganze dann nur, wenn wir über Field Spells reden müssen, die den gewöhnlichen Search-Effekt haben, aber im selben Atemzug dann eben auch sagen, wie zum Beispiel hier die markierte Zeile: Also, they are unaffected by your opponent's activated non XYZ Monster Effects. Und das finde ich dann wirklich ein bisschen schwierig, denn ein Deckthema, was themenintern Stand jetzt drei FDKs beinhaltet, die quasi fast nicht gestoppt werden können, solange man diese Field Spell hat, weil sie das quasi verbietet, außer man findet irgendwie einen Weg, einen XYZ Monster als Cantrip zu nutzen, eher unwahrscheinlich. Deswegen, klar, es gibt auch hier Antworten, aber die Antworten sind da sehr, sehr begrenzt. Also es gibt fast keine Option, wo man jetzt sagen kann, ich kann das konstant stoppen. Und das finde ich dann wirklich sehr problematisch und sehe das auch sehr kritisch, weil das ist eine Entwicklung, die finde ich nicht gut. Ich finde Field Spells aus der Vergangenheit, die irgendwas searchen für Consistency, wirklich super Sache. Aber sobald dann diese Zeile dazu kommt,
wo irgendwas unaffected ist, finde ich, ist das sehr, sehr unfair, weil das irgendwie immer mehr in diese Richtung geht. Du kannst halt nicht mit interagieren und gerade wenn dann ein Deck rauskommt, wie Gimmick Puppet bzw. Support dafür, der dann FTKs hat, weiß ich wirklich nicht, ob das notwendig ist. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht zu viel rumheulen. Vielleicht ist es natürlich auch so, dass in Zukunft diese FTKs, dass das noch unterbunden wird, dass da vielleicht Pre-Hits kommen, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil warum sollte man dieses Deck dann noch spielen? Und vor allem kommt das, glaube ich, in The Infinite Forbidden raus. Genau so ist es. Und naja, irgendwie muss man ja irgendwie auch schauen, dass man dieses Produkt dann verkauft bekommt. Und ich glaube, Gimmick Puppet ist Stand jetzt so ein bisschen der Kauf oder eins der Kaufargumente für dieses Produkt. Wenn man jetzt sagen könnte, hey, das ist aber jetzt nur ein Einzelfall, dann wäre das sicherlich auch noch in Ordnung. Aber wir bekommen jetzt in Legacy of Destruction schon die nächste Karte, die eben Ähnliches sagt. Und zwar die Field Spell der Tenpai Dragons. Da haben wir uns ja letzte Woche auch schon gemeinsam angeschaut. Und da gibt es die Karte, die sagt, Fire Dragon Monsters you control are unaffected by your opponent's activated effects during your main phase 1. Hey, immerhin gibt es die kleine Restriction, dass in der Main Phase 1 quasi nur dieser Effekt aktiv ist, aber zusätzlich hat die Karte natürlich trotzdem auch noch den Search-Effekt, wie wir das bei den anderen Field Spells eben auch eben schon gesehen haben und insgesamt denke ich, sind so Effekte einfach nicht gesund. Ich glaube, ihr versteht die Aussage dahinter, dass ich es irgendwie schwierig finde, solange was unaffected ist und gerade bei Tenpai, die sind ja dann in der Battle Phase sowieso aktiv und machen dann Effekte im Damage Step, das heißt, da brauchst du dann auch nicht mehr wirklich eine Protection, weil es gibt ja nicht so viele Optionen, die man im Damage Step dann letztendlich auch machen kann. Deswegen finde ich das wirklich sehr schwierig und sehe diese Entwicklung als sehr kritisch. Ich möchte, denke ich, an dieser Stelle auch nicht noch weiter hier rumjammern, beziehungsweise es soll auch kein Jammern sein. Das ist eher so ein bisschen meine Meinung und ich habe ein bisschen Angst davor, denn das macht natürlich die Interaktion im Spiel zum einen so ein bisschen kaputt und zum anderen gibt es halt weniger Möglichkeiten, auch an Handtraps da eben mitzuwirken. Weil aktuell zum Beispiel haben wir ja ein sehr gutes Deck im Format wie Snake Eye, die ja doch durch Handtraps ganz gut besiegbar sind. Und stellt euch mal vor, Snake Eye hätte jetzt noch eine Field Spell, die sagt, die sind unaffected während der Main Phase 1. Finde ich schon irgendwie ein bisschen schwierig. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Grundmessage dahinter. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht, ihr könnt euch die ganzen Karten auch sehr gerne selber nochmal durchlesen. Wie gesagt, Card Cluster habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt und mich würde es sehr freuen, wenn da vielleicht so eine kleine Diskussion raus entsteht und generell, wie ihr das vielleicht so seht, findet ihr Field Spells und auch die Entwicklung der Field Spells so positiv oder seht ihr das auch kritisch und negativ? Ihr könnt auch gerne mal was über die FTKs schreiben bezüglich Gimmick Puppet, wäre wahrscheinlich auch sogar ein eigenes Video schon wert, das Ganze. Aber ich denke, an dieser Stelle sollten wir es dann auch gut sein lassen. Ich finde, es ist ein spannendes Thema. Könnte ich mich oder könnte man eigentlich auch eine Podcast-Folge drüber machen? Muss ich meinen Podcast-Partnern mal vorschlagen, wie sie das so finden? Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, soll es das für heute auch schon gewesen sein. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.